Ja, moin Leute und herzlich willkommen zu diesem Let's Play. Das Spiel heißt War Theater. So ein Euro im Nintendo eShop zurzeit. Dank einer Aktion. Für die, die das Spiel nicht kennen, das Spiel ist so ähnlich aufgebaut wie Advance Wars. Das heißt, man hat so verschiedene Einheiten, die sind irgendwo auf dem Feld. Die kann man bewegen, damit schießt man sich gegenseitig ab. Und man versucht einfach, alles vom Gegner einzunehmen oder ihn umzubringen. Ja, hier gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel Online-Multiplayer, Kampagne. Oder man kann auch in einem Raum gegeneinander spielen. Werde ich auch immer mit einem meiner Kollegen machen. Keine Frage. Aber erstmal eine Armsdiele. Da kann man sich die ganzen Helden hier frei kaufen. Kann verschiedene Fähigkeiten offenbar für die kaufen. Zumindest habe ich das so gerade eben kurz nachgeguckt. Also ich bin einmal kurz durchs Menü schon gegangen. Und man kann ja auch Questen annehmen. Dann kann man so Münzen kriegen und damit kann man sich sowohl die Perks als auch die Charaktere kaufen für den Mehrspielermodus. Die Perks auch für den Story-Modus. Ich nehme jetzt einfach mal alle Questen an. Weil, ja, man hat von Anfang an eigentlich im Prinzip gar nichts. Das sind jetzt übrigens die Helden, die wir haben. Also die überhaupt zur Verfügung stehen. So eine Heilerin. Sister Robin, Rattenmutter. So ein General. Ihr versteht, glaube ich, das Prinzip schon, ne? Und ihr seht, dass die auch nicht kostenlos sind. Das heißt, ich muss erst diese Quest machen. Damit habe ich, glaube ich, genügend vom Spiel erklärt. Ich finde, wir sollten uns jetzt einfach in die Kampagne stürzen. Ja. Nur, welche Kampagne nehme ich? Man kann von jedem der Charaktere die Kampagne machen. Der hier macht Maschinen. Ich mag Maschinen. Nehmen wir den Maschinenblut. Ja. Ich habe jetzt meine Kampagne gewählt. Ich habe diesen Riven genommen. Ich könnte jetzt hier Perks nehmen, aber die habe ich halt leider Gottes nicht. Deswegen. Let's go. Das Spiel ist übrigens komplett in Englisch. Ah, der singt gerade. Old Man Riven had a farm. Ia-ia-io. Okay. Ich übersetze jetzt mal nicht, was der da singt. Ich lasse ihn singen. Was hast du denn, mein kleiner Hilfe? Er riecht Hasen in seinem Garten. Okay, hier habe ich jetzt die Mission, dass ich alle meine Gegner umnieten muss. So dass mir das Advance Wars Prinzip erklärt ist. Man hat so Gebäude, die machen Geld. Mit Geld kann ich mir Einheiten kaufen. Ich habe früher echt oft Advance Wars gespielt, deswegen weiß ich das alles noch. Damit kauft man sich halt die Einheiten. Nur so Infanterieeinheiten können Gebäude einnehmen und der Held. Man kauft die auch hier nur bei diesen Factories oder beim Hauptquartier. Ich hole mir jetzt zum Beispiel mal so eine Mech-Einheit. Jetzt habe ich eine Mech-Einheit, kann sich nicht mehr bewegen. Und es macht auch einen Unterschied, wo die Einheiten stehen. Das sieht man zum Beispiel. Bei den Ruinen kriege ich Angriff und Verteidigung dazu, aber kann mich schlechter bewegen. Das weiß ich alles noch von damals. Ziel ist halt, dass wir jetzt möglichst alles vernichten. Manche können auch fliegen. Ja, jetzt ist meine Runde vorbei. Jetzt greifen die Spackos mich an. Die muss ich umnieten. Man sollte unter Umständen verhindern, dass der Gegner sehr viel einnimmt. Das kann in einem Eigentor enden. Ich werde jetzt versuchen, mal so zwei Missionen zu schaffen heute. Ich kann nichts versprechen.
Ach ja, je nachdem, was man übrigens für eine Einheit hat, kann man gegen andere bestehen. Zum Beispiel Infanterie kommt gegen Luftmaschinerie an, Luftmaschinerie kommt gegen Maschinen an und die Maschinen, die kommen gegen die Infanterie an. Ich meine, es gibt auch Wassereinheiten. Zumindest gab es das bei Advance Wars. Ob das hier jetzt auch so ist, weiß ich nicht. Ich mache mir jetzt mal auf jeden Fall ein paar normale Soldaten. Damit ich auch mal ein paar habe, die laufen und einnehmen. So. Jetzt habe ich einige Soldaten. Die können da ruhen, wo sie sind. Und der hat jetzt eine verschissene Fabrik. Auch wenn man mehrere Gebäude hat, kann man mehr Kameraden haben. Das ist auch wichtig. Also das Spielprinzip ist nicht neu. Das gab es zu meiner Jugend. Und ich bin 22. So, zuallererst nehme ich das. Das gehört jetzt mir. Seht ihr? Ich konnte es capturen. Das heißt, meins. Jetzt bewege ich die alle darüber. Einen lasse ich oben lang laufen. Aber auf der Straße, da kann er sich ein bisschen besser bewegen. Und fangen wir mal da oben an, einen Panzer zu bauen. Die können recht weit schießen. Und noch eine ganz kleine Einheit. Mit dem nehme ich das ein. Und mit dem Helden nehme ich die Factory ein. Dann kann ich noch mehr Leute produzieren. Alles nur positiv. Also ich freue mich natürlich hier schon drauf, mit jemandem das zu spielen, ne? So, und so sieht jetzt auch das Kampfsystem aus, ne? Die greifen an, meiner kriegt Schaden, dann greift meiner zurück an. Und ich habe offenbar einen Flammenwerfer. Ich habe die gerade weggekokelt. Ich würde mal sagen, das endet hier jetzt gleich. Der hält immer am meisten aus. Also der ist wirklich schwer klein zu kriegen. Nein, der hat so viele von meinen Leuten weggeschossen. Bei Advance Wars konnten die Kameraden sich auf Häusern heilen. Ich glaube, hier ist das nicht so. Dafür hat man die Perks. Soweit ich das schon nachgesehen habe. Ich habe übrigens keine Ahnung. Ja. Gegen welcher Held, gegen welche Typen gut ist. Warte mal. Ich bewege den mal dahin. Mach jetzt mal Burning Skies und treffe vier Leute. Jetzt, hier haben die auch zwei verschiedene Spezialfähigkeiten. Hier habe ich jetzt Burning Skies. Ich kann alles in der Nähe offenbar abfackeln. Die haben natürlich jetzt Schmerzen. Ich hole mir jetzt mal einen Big Blimp. Jetzt habe ich auch mal einen starken davon. Auch wenn ich mich jetzt scheiße bewegen kann, greife ich mal von da an. Aus den Wäldern. Er hat Verteidigung weniger, ich habe sie hoch. Das kann nur positiv für mich enden. Tut's auch. Ja. Und was soll man sonst noch sagen, ne? Panzer go! Hau sie weg! So, damit mein Kamerad hier eine Chance hat auf die Ruinen. Bäm! Da hat er ein bisschen mehr Angriff und Verteidigung. Und mein Mech muss jetzt mal langsam hier ankommen. Computer sind, meine ich, genau so gestrickt, zumindest war es früher so, dass sie immer erst die Gebäude einnehmen, bevor sie einen angreifen. Die haben da wirklich eine Priorität. Was mich hier immer abgefuckt hat. Da bin ich ganz ehrlich. Komm, hol ich mir noch ein Flugzeug. So, jetzt habe ich keine mehr, die sich bewegen können. Ich kann zumindest noch zwei Soldaten oder einen guten. Ich nehme natürlich den guten. Die Tommys, das sind die Schwächsten, die halten recht wenig aus.
Es ist böse. Ich brauche nur eine Einheit und können mir direkt alles wegnehmen. Was sie auch tun. Ja, und meine Kameraden werden ausgeschaltet. Aua. Der hat mich angegriffen. Oh nein. Max sind scheiße stark, glaube ich. Ich weiß es bei dem Spiel nicht. Ich weiß nicht, wie die Einheiten hier ganz genau aufgebaut sind. Der hat auf jeden Fall gerade eins meiner Häuser wieder kaputt gemacht. Ich muss auf jeden Fall die Factories einnehmen. Damit er sich nicht mehr wehren kann. Weg mit der Kacke. So, du mach den da kalt. Damit das da einnehmen kann. Strategie. Strategie ist das Einzige, was hier zählt. Muss aber auch gucken, welche Einheit man wohin setzt, ne? Würde ich jetzt zum Beispiel damit das angreifen? Man sieht auch immer, wie viel Schaden man zurückbekommt. Ich würde mir locker ein Eigentor schießen. Hierbei wiederum nicht. 150 ist One Hit. Tschüss. Wir gehen fliegen. Und ich kriege mein Gebäude wieder. Was ich auch unbedingt wollte. Mach das da kaputt. Ich sagte kaputt. Und weg ist es. So, jetzt noch den Panzer. Den kann ich nicht da gebrauchen. Ich lasse es Bombenhageln. Das ist das Schöne, mir ist es bekannt, euch nicht. So, habe ich alle bewegt, die sich bewegen können? Ja. Läuft doch super. Nein, bitte, lass meinen Zug leben. Den brauche ich noch. Aua, 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 aua. Nein! Mein Kollege ist tot. Das könnte jetzt wehtun. Sehe ich das eigentlich richtig oder sitzt er da auf einem Klo? Autschi. Da hat aber ordentlich rumgemacht. Jetzt gerade konzentrieren sie sich auf meinen Helden. Der darf auch nicht sterben. Mann, so viel Schaden. Scheiße, und jetzt genau natürlich auch mein Luftschiff. Euer Pech ist nur, dass meine Armee schon angerückt ist. Meine Armee wird euch jetzt auseinandernehmen. Los, Männer, nehmt sie auseinander. Krieg sogar. Und gleich der nächste hinterher. Mindestens einen dieser Maschinen wegnatzen. Komm, davon sind die meisten da. Weg damit. Okay, ich kann noch eine Landeinheit machen. Das ist gut. Das Blöde ist, hier kann ich jetzt keine Einheit vernichten mit. Mal so hinsetzen, dass es gut Verteidigung hat. Ich habe das nächste Luftschiff ja zum Glück schon parat. Okay.
Okay. Den lasse ich dich mal verkriechen. Und zwar da, wo meine ganze Armee ist. Und hoffentlich kann ich mir jetzt ein Haus holen. Nein, kann ich noch nicht. Ich hoffe, die konzentrieren sich jetzt nicht auf meinen Kollegen da oben. Das wäre doof. Da hinten ist ja auch nichts. Also der Hauptkampf wird sich jetzt hier abspielen. Und ich glaube, wir kriegen doch nur eine Mission, eine Folge rein. Und der ist weg. Meine Panzer waren stärker. Wen vernichtet er jetzt? Wahrscheinlich meine Landeinheit. Ja, meine Infanterie hat er vernichtet. So ein dreckiger kleiner Sack. Nein, genau auf den sollte er nicht gehen. Oh nein, das Schiff ist auch weg. Brauche ich gar nicht angucken. Erstmal die Einheit weg. Dann kann ich damit das vernichten. Jetzt beginnt der Großangriff. Macht sie nieder! Nicht darauf konzentrieren, was gegen was hier kämpft. Ich muss unter allen Umständen das den Kack da oben kaputt machen. Komm! Geh kaputt, du Scheißding! Bitte! Ja! Also die Armee habe ich jetzt da wegbekommen. Also jetzt sieht es eigentlich schon nach meinem Sieg aus. Schon mal die Soldaten da antanzen lassen. Was die Infanterie angeht, sind die Gunhawks natürlich am besten. Keine Frage. Die können zwar wenig laufen, aber machen auch übelst Damage. Ich beordere schon mal die nächsten zwei Schiffe. Einmal ein großes und ein kleines. Ich will bei einem Haus das bauen. Ich finde die Hintergrundmusik auch eigentlich ganz in Ordnung. Ah, das hat gezwiebelt. Aua. Was ist die Die Factory, die krieg ich jetzt. Ohne Wenn und Aber. Das ist jetzt meine. Kann ich da angreifen? Nee. So, erstmal den Panzer weg. Mit dem Panzer das vernichten. Und der Mech macht den Rest. Warte mal. Verhindern, dass sie noch mehr bekommen. Jawohl. So gewinnt man dieses Spiel übrigens. So, jetzt kriege ich noch die Factory. Nimm das noch ein. Ich könnte ihn natürlich auch in Flammen stecken. So, das Luftschiff zur Ablenkung dahin. Ich nehme jetzt nur noch die Tommy-Soldaten, weil die da wenigstens schnell hinkommen. Ja, dafür musste ich schon auf den Kampf auszuhalten. Aber ohne mich. Ja, das nehme ich. Und du hast gleich gar nichts mehr. Ups. Ach so, ich kann auch einfach aus dem Kampf übrigens raus hier. Kann man bei anderen Spielen nicht. Mir gehört gleich alles.
Also vernichten könnte ich ihn eigentlich ja schon. Aber dann wäre es ja langweilig. Hab die Hälfte jetzt von der Einheit schon mal kaputt gemacht. Okay, ich kann ihn doch nicht auslöschen. Noch nicht. Die beiden Luftschiffe bräuchte ich eigentlich gar nicht, weil der kann sich eigentlich schon gar nicht mehr wehren. Machen wir trotzdem noch mal hier 3 APCs. Ich gebe jetzt Geld aus ohne Ende. Übrigens, nur diese Folge ist uncut. So, und diesen Win, den will ich mir holen, indem ich alles eingenommen habe. Und damit meine ich auch alles. So, dein Hauptquartier gehört jetzt auch mir. Eigentlich hat er jetzt schon verloren. Da draufstellen. Kann nichts mehr machen. Das Luftschiff lasse ich nur da, damit er was hat, dass er angreift. Ich will alle Gebäude haben. Ich sagte, ich will alle Gebäude haben, Dreckiger. Na gut, ein Gebäude kann er haben. Tschüss. Hauptsache, er hat keins. So, das war der letzte. Was läuft denn da raus? Das ist doch ein Bohrer. Er glaubt, er ist in Liebe mit dem Botter da. Okay, das war jetzt auf jeden Fall die erste Mission. Das hier lasse ich jetzt noch laufen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der heutigen Folge. Wenn ja, dann lasst doch auf jeden Fall ein Abo oder ein Like da. Das würde mich sehr freuen. Und wir machen hier erst beim nächsten Mal weiter. Bis dann, Leute. Ciao.